da sind wir wieder zurück, hier wieder im Keller. Ich habe mal mein Gesicht aus dem Bild genommen, weil viele Leute gesagt haben, Gronkh, du bist außergewöhnlich hässlich, bitte erscheinen nie wieder in einem Bild, wir wollen die Räume sehen. Und deswegen habe ich das genau das mal gemacht. Guck mal, hier kann man schon so ein bisschen was sehen. Ich habe ja gesagt, wir machen einen kleinen Zwischenstand und damit fangen wir jetzt am besten mal an, und zwar in diesem Raum. So, hier ist nicht so viel passiert, außer dass hier diese ganzen, wie heißen die Regale nochmal, Expedit, Exhibit, wie auch immer, oder Kalak, Kalaschnikow. Die ganzen Exhibit-Regale sind jedenfalls weg und hier ist jetzt eine wunderschöne Schneise entstanden. Da kann man jetzt sehr schön hier entlang gehen, la 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 la. Da kann man, es ist richtig so ein romantischer Spaziergang ist das hier gerade. Oh, ist das schön, die Aussicht. So, und hier sind auch überall so Kartons und Billys und Kartons. Also Billys hört sich an wie Kondome, ich meine natürlich die Schränke, sind aber ähnlich groß bei mir natürlich. So, hier ist auf jeden Fall der Hut, mit dem ich mal auf der Gamescom aufgetreten, zusammen mit dem Sarazar. Den haben wir noch von unserem Roadtrip damals durch die USA. Hier sind überall so kleine Hinweise auf Vergangenes, dazu kommen wir aber gleich. Jetzt erstmal wieder zurück, schön romantisch hier durch die kleine Allee. Mm, ja, jetzt Händchen halten hier, wunderbar. So, noch eine schöne Kerze anzünden oben, dann geht das. Ja, das ist dieser Raum mit der wunderschönen Aussicht. Sieht doch eigentlich auch ganz cool aus. Da müsste jetzt noch so ein Wasserfall runter und das würde ganz geil aussehen. Mal gucken. So, hier unten wollte ich noch 9 Etagen Lagerhaus dran bauen mit automatischen Einsortiersystemen. Das kommt natürlich später. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz hier raus. So, hier sieht man schon ein bisschen was hier. Ich glaube, das ist Elder Scrolls Online. Hier ist mein Server, den muss ich noch anschließen. Und hier eine Hitman-Verpackung, die ich umgedreht habe, weil da meine alte Adresse draufsteht. Und hier sieht man schon, hier stehen über diese komischen, hier stehen die Dingens rum, die Exhibits. So, das Ding hier, ich weiß gar nicht, warum das hier gelandet ist. Das ist so ein Ding, mit dem kannst du ein Universum an die Decke machen. Hat man im Schlafzimmer, voll romantisch. Und jedenfalls, das Ding steht momentan hier. Sieht billig aus, macht billige Bilder, aber egal. So, und hier ein paar Delic-Dinger, da habe ich hier die Küken, habe ich da quasi Nerdbird. Da habe ich die Küken rausgenommen, die habe ich jetzt auch an die eine Wand geklebt. So, und die ganzen Regale, das was wirklich am meisten Zeit gekostet hat, das war alles hier irgendwie Staub zu wischen, Staubwischen, jedes einzelne Ding überall nochmal durchgehen und durchfeuchten und dann trocknet das und dann siehst du, da sind noch Spuren, so dunkle, so Schlierspuren, also musst du nochmal durchgehen. Und manchmal hatte ich die auf der Seite liegen und dann stehen die so und dann musste ich hier halt immer abwischen, musste mal gucken und dann eigentlich das ganze Ding hier rauswischen. Das hat so viel Zeit gekostet, das alles zu wischen. So, ich wische mal hier rüber. Das hier ist Le Vorratsraum, sieht sehr schön aus hier momentan. Hier sind momentan noch so Collectors-Sachen drin, zum Beispiel hier von Kingdom Come Deliverance, das Kickstarter-Bier, das habe ich hier schon noch drin stehen. Werde ich auch nicht trinken, ne? Das ist ja und so. Hier unten ist, glaube ich, von Risen 2 die Kiste, ist gerade sehr dunkel hier, sieht man nicht so gut. Und hier ist noch von Neverwinter die Schatzkiste, ist auch sehr dunkel, kann ich hier mal vielleicht ein bisschen die Helligkeit einstellen, naja. So, und was ist das hier? Moment. Ah ja, von Steam Link, das Gamepad. Ja gut, liegt hier einfach so rum, ganz herrenlos, ganz einsam. Da ist noch eine Kuscheldecke, ich weiß nicht genau warum. Hier jedenfalls kommen so lauter Sachen rein, auch Gamepads, Pipapo, alles was man so braucht, alles was so, wo man so ein bisschen Zugriff drauf braucht. Und hier ist eine exquisite Auswahl an Screens, die man immer mal wieder verwenden kann. Die finden natürlich noch Verwendung, die sind ja momentan nur auf dem Abstellgleis, zusammen natürlich mit oh, das ist wichtig, das zu haben, ja. Ich glaube, da steht noch irgendwie My Other Bag. So, My Other Bag is a Maison Slimani. Das heißt, mein anderer Beutel oder mein anderer Sack ist das Haus Slimani. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht, aber gut. Beutel ist Beutel und wenn da ein kleiner Slimani drin steckt, dann ist das auch okay. So, hier hat sich nichts getan, außer da steht jetzt eine Luftpumpe, das ist total spannend. Hier drüben sind noch ein paar Stative in der Ecke, das ist die kleine schemische Ecke für Stative. Sieht man auch, die sind ganz errötet vor Scham. So, und hier drüben, das hatte ich ja schon gezeigt, hier sind jetzt die Chicks. Habe ich einfach mal dran geklebt, weil ich die Küken so süß finde. So, das hier, momentan alles noch nicht ganz fertig, ist ja alles momentan Early Access hier, ne? Ist ja alles eine Alpha. Das ist jetzt, hier sind so ein paar Retro-Systeme drin, da fehlen noch einige tatsächlich. Also hier momentan C16, nee, plus 4 und 116 müssten das sein. Genau, plus 4 und 116. Hier ist der Atari 2600, den habe ich damals von Bud Spencer 83 bekommen. Dankeschön nochmal, das ist so schön. Und auch das Sega Master System hier unten ist auch vom selbigen. Lieber Bud Spencer 83, vielen, vielen Dank nochmal, das ist einfach ein Träumchen. Die passen hier nicht gerade rein, ich muss sie leider so reinstellen. Ich muss sie drehen
ich muss meine Fingernägel schneiden. Ich muss die Drehung reinstellen. Das ist momentan auch alles noch nicht final. Ich hätte lieber gerne so Vitrine ein bisschen beleuchtet. Ich habe das jetzt erstmal einfach so da reingestellt. Hier noch eine PS2 und eine PS3. Eine PlayStation 1 müsste hier noch irgendwo rumfliegen. Ich weiß nicht genau, wo die ist. Hier ist ein Gameboy und hier drüben, das ist kein Retro-System, das ist ein Handheld, relativ aktuell, mit Emulator-Funktion für Super Nintendo, für Nintendo, für Mega Drive, für alles Mögliche. So, hier die gute alte Xbox 360 und dahinter liegt noch irgendwo ein Stick. Da sind noch meine ganzen Spielstände drauf. So, und hier, das müsste, ja, das ist die Steam Link. Da ist Steam Link, liegt ganz alleine unten. Hier ist noch ein Amiga-Kompendium, sehr, sehr schön, Commodore Amiga. Wie gesagt, der Rest ist noch leer, alles momentan nicht final. Und hier oben der Altar der Schande. Das ist der Altar der Schande. Die Gamepads kommen noch weg. Ich weiß gar nicht, was das für Gamepads sind, keine Ahnung. Das ist natürlich auch nicht final. Ich habe da erstmal so ein bisschen ausgestellt. So Sachen, auf die man natürlich stolz ist. Ja, hier, guck mal, warte mal, Andreas Alters. Hat mir auch jemand geschickt, guck mal hier. Momentan noch Fingerabdrücke drauf, ein paar Schliere muss ich noch reinigen. Für Erik. Und was steht da? Alles Gute, Andreas. Ja, ist ein Original. Ist ein Original. Und guck mal, wie das glitzert hier. Dieser Glitzer. Glitzer. So, und, oh Gott, man sieht mich ja. Ich habe meine Haare gerade zurückgekämmt. So, schnell wieder raus. Ja, und natürlich hier, dieses wichtige, wichtige Buch, aus dem wir immer im Stream vorlesen. Lebensratschläge ohne Ende. Das ist sehr, sehr schön. Und dahinter schon wieder. Habe ich aber gerade in der Kiste gefunden. Habe ich einfach mal hier hingestellt. Und vor allen Dingen auch... Ich meine natürlich das hier. Voll geil. So, alles noch da. Dann gehe ich mal ganz kurz hier rein. Hier ist natürlich immer noch das Herzstück des Ganzen. Ja, sieht immer noch sehr geraffelig aus, aber das liegt einfach nur daran, dass es hier so viel Geraffel gibt. Da muss ich noch aussortieren, aussortieren, aussortieren. Das Ding hier, hier wollte ich ursprünglich gerade die Konsole noch reinpacken, habe ich jetzt aber auch geändert. Das hier war vorher, da habe ich Aufnahmeplatten drin gehabt und... das Noise Gate, wie heißt das nochmal? Ich bin leider kein Tontechniker, aber das zeige ich euch gleich mal. Also hier, ne? Hier war die Aufnahmeplatte von meinem alten Rechner, der hieß Batman. Ja, der alte Rechner hieß... Ach nee, das ist gar nicht der alte Rechner, das ist der aktuelle Rechner, der heißt Batman. Entschuldigung, mein Fehler, der alte Rechner hieß der Hulk. So, da ist die Batman-Aufnahmeplatte drin gewesen, früher mal, danach nicht mehr, lange Zeit nicht mehr. Hier ist Aufnahme USB-C, das ist der PC, den ich in den USA benutzt habe, als wir das halbe Jahr dort waren. Und hier Staub! Staub, ich hasse Staub! So, da ist ganz viel Staub drin, einfach nur, weil ich an das Ding halt überhaupt nicht rankam. Also es war im alten Office war alles so zugestellt und hier ist jetzt ein bisschen mehr Platz, wir kommen da gleich zu. Hier hinten drinnen, oh, das habe ich schon rausgedreht, muss ich wieder reindrehen schnell, hat keiner gesehen. So, was haben wir hier? Hier haben wir Core FX, kann man das sehen? Ich weiß, die ist relativ dunkel hier drin. Mal ganz kurz hier so ein bisschen Sonnenschein. Ne, bringt nichts. Das Core FX ist quasi diese Weste, die hatte ich mal im Stream ausgepackt. Ich habe es noch nie gebraucht, aber ich würde die gerne mal austesten. Jetzt haben wir die Möglichkeit dazu. Core FX ist eine Weste, wenn du Shooter spielst und wirst angeschossen, dann spürst du diese Schmerzen am ganzen Körper durch diese Weste. Da, wo du getroffen wirst, bam, 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 da spürst du die Einschüsse quasi. Also ist wahrscheinlich nicht lebensecht, weil das Leben dann schnell vorbei wäre, aber immerhin. So, die PlayStation VR, die steht hier auch gerade noch rum. Alles eingepackt. Hier ist die Vive. Ich weiß nicht, ob man sieht, weil es relativ dunkel ist. Hier ist Google Glass. Hier haben wir noch den Slice Media Player, den ich aktuell nicht mehr benutze, weil ich jetzt Fire TV nutze. Hier hinten Oculus, die DevKits 1 und 2 stehen da noch rum. Ich weiß nicht, wie man das sieht, weil es hier sehr dunkel ist. Und hier sind auch noch ein paar Sachen. Und vor allen Dingen auch diese hier. Kann man das sehen? Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel. Konnte ich leider noch nicht auspacken wegen des Umzuges. Ich würde die so gerne auspacken und vielleicht ein Unboxing, wenn euch sowas interessiert, könnten wir davon auch machen. Alles natürlich gar kein Problem und da nur eine Ausgabe von eurem Lieblingsbuch. Es ist so furchtbar. So, hier hinten die Freiab 18. Leute, die den Stream kennen, Freiab 18, freitags ab 18 Uhr. Auf Gronkh TV kommt immer ein Stream und das hier ist die Hintergrundecke. Habe ich jetzt erstmal wieder aufgebaut, nicht 1:1 wie vorher, aber immerhin. Allerdings werde ich hier alles nochmal komplett ausräumen müssen. Warum, das erkläre ich gleich. So, kennt jemand diese Kassette noch? So, hier, den kennen wir ja. Da ist Batman und Joker. Da haben wir das verrückte Huhn ist wieder da. Das nicht ganz so verrückte Huhn ist eine Möwe. Dann haben wir ja Bernd das Brot mit Unterschrift hinten. Von Tommy Krabbeis bin ich ein bisschen stolz. Und hier ist noch das Fleischkaninchen. Das schöne Fleischkaninchen aus dem Forest. Hier ist Rasta Gronkh. Und hier im Hintergrund dieser Creeper. Muss ich ganz kurz sagen, dieser Creeper...
war wirklich in jedem einzelnen Stream mit dabei. Und damit meine ich nicht unbedingt die Streams bei uns, also die Streams auf GOMTV, sondern ich meine auch in jeder einzelnen LPT-Sendung. Dieser Creeper hat jeden einzelnen Stream miterlebt. Jeden. Von Anfang an. Seit x Jahren. Dieser Creeper, der schon in der ersten Folge LPT damals zu sehen war, noch im alten Studio. Voll geil. Oh, Batterie fast leer. 20% Batterieladung. Ich muss mich beeilen. So, apropos LPT. Guck mal, kennt ihr mal diese drei Sternsänger hier? Auch wunderschöne, wunderschön, wunderschön. Sehr cool, sehr schön. Und jetzt auch hier wieder im Einsatz. Und da hinten, naja, es sind alles, es sind so Zuschriften, ne? Also es sind Zuschauergeschenke. Deswegen sind hier öfter mal Gronkh-Sachen. Das ist nicht, weil ich mich selber so geil finde, so, oh, geil. Sondern das ist einfach nur, es sind Zuschauergeschenke und die Gronkh-Sachen landen natürlich am ehesten bei mir. Das hier habe ich noch aus dem alten LPT-Studio und hier bin ich nochmal nackt. Wer mich nackt sehen wollte, das waren ja nicht wenige. Jeden Tag werde ich gefragt, Gronkh, wie siehst du eigentlich nackt aus? Hier ist die Antwort genau so und nicht anders. So, hier haben wir noch weitere Zuschauerzuschriften, hier die Wimmelkiste und so weiter, hier ist der Gast, hier ist ein La Familia-Herz, was ein bisschen zusammengeprumpelt ist, guck mal hier, lalalala. Ich switch hier mal ein bisschen durch, lalala. Also das meiste sind Zuschauerzuschriften, Zuschauerbasteleien und die kommen hier einfach nicht weg, das wird nie passieren. So, hier, das kennt man ja auch schon, habe ich auch schon im Stream gezeigt, da hinten ist meine Lieblingskeksdose und hier noch, es ist wieder sehr dunkel, das tut mir natürlich sehr leid, aber hier ist leider noch nicht sehr ausgeleuchtet und die Lampen, die hier gerade sind, ah, die Riddler-Statue, Riddler 2015 von den Riddler-Rätseln, uah. So, hier ist leider noch nicht sehr ausgeleuchtet, weil die Lampe, die einzige Lampe, die momentan hier noch aktiv ist, das ist leider hier sowas hier, warte, da, das ist die einzige Lampe, die hier gerade aktiv ist und das ist nicht mal sonderlich scharf, hallo, aber scharf, da, super. So, hier das Eckchen wieder. Sag mal, muss ich jetzt manuell immer scharf stellen? Ich glaube, ich muss jetzt manuell immer scharf stellen. Ich weiß nicht warum. So, hier Eckchen, alles noch durcheinander. Die ganzen Games kommen dann rüber, die Mediathek, die stehen ja nicht so lange rum. Da haben wir noch Kisten, Kisten, Kisten. Das hier, diese Truhe wird der Schreibtisch für die Sofaecke. Ja, das ist aktuell noch, steht das hier so rum. Ist, wird später Schreibtisch für die Sofaecke. Da kommen wir dann später noch zu, irgendwann mal hier in der Truhe. Kabel, 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 Kram, Kram, Kram. Ist einfach eine, ist auch eine Kramkiste. So, und hier der Tisch ist momentan vollgestellt. Und jetzt guck mal ganz kurz. Umzugsunternehmen, ne? Sehr liebevoll, das Umzugsunternehmen. Es war ja auf die letzte Sekunde, man hatte nicht mehr viel Auswahl. Aber welcher normale Mensch klebt denn sowas bei Postern auf die Bildseite? Welcher normale Mensch macht sowas? Mit ein bisschen Verstand. Ich habe Angst, dass die... Ja, guck mal. Genau das wird passieren. Die Poster sind eigentlich im Arsch. Es ist so mega ärgerlich. Es ist so mega, mega ärgerlich. Und vor allen Dingen, so ein, das Deponia-Poster kriege ich vielleicht nochmal neu. Aber das Poster von LPT... Oh Gott, Action Cam. Bleib stehen, Jungs. Bleib stehen. Bleib einfach stehen. So, aber das Poster von LPT hier, das ist leider auch überklebt. Ich hoffe, das kriege ich wieder entklebt. Ich glaube allerdings nicht. Und das wird dann für immer verloren sein. Das ist so schade. Oder hier... So ein, ich bin mir nicht ganz sicher. Hier, sieht aus wie von Poki. Ja, das muss ich, Ja, da bin ich sehr pisst, muss ich zugeben, da bin ich sehr, sehr pisst. Und das gleiche auch mit Collector's Editions passiert und so weiter. Die habe ich dann mühsamer Fummelarbeit einigermaßen wieder hingekriegt. Naja, ich erzähle das mal weiter. So, hier drüben waren früher, das war früher ein Hintergrundregal von Freiheit 18 von den Streams. Da waren die Konsolen drin, Xbox 360, dann hier PlayStation 3, dann da PlayStation 4 und die Xbox One. Und die Zahlen davor, 1, 2, 3, 4, ne, sieht man da so ein bisschen die Zahlen davor, die waren die Kanäle für diesen HDMI-Switch, den ich dann mit einer Fernbedienung umschalten konnte. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hatte irgendwie, aha, ich will was auf der PlayStation 4 zocken, das ist die 3, auf der 4 zocken, dann schalte ich auf Kanal Nummer 3. So, und dann konnte ich auch mit einer Fernbedienung sagen, Kanal Nummer 3, und dann wurde das über die Ava Media so aufgenommen direkt. Das war sehr, sehr praktisch, werde ich auch beibehalten. Ich weiß noch nicht genau, welche Konsolen ich jetzt da anschließen werde, ob sich eine Xbox 360 noch lohnt. Ich glaube tatsächlich nicht unbedingt, weil die One ja schon da ist, beziehungsweise die neue Edition. So, hier mein Mischpult, da liegt es rum und vegetiert noch ein bisschen. So ein paar Kabel sind schon drin, aber alles noch nicht angeschlossen. Ich gehe nochmal ein bisschen zurück. So, hier. Das hier ist quasi das Kernstück. Jetzt sieht man natürlich nichts, weil der Karton hier... geh mal weg. Geh mal weg. Geh mal weg. Geh mal weg. Ja, ist egal. So, hier ist quasi, ja, der Hauptrechner. Vier Monitore, da drüben ist die große Kiste und zwei Mikrofone aktuell. Und hier mit dem Stresslöwen, kennt man vielleicht auch noch von damals. So, ich habe Stress. So, das ist der Stresslöwe. Hat einem schon viele freudige... Hallo? Entfaltet der sich auch wieder? Warte,
Warte. Löwe. Jetzt wieder. Okay, da ist er wieder. So, der Stresslöwe. Ich stelle mir wieder dahin. So, ja, 4 Monitore. Links Chat, rechts läuft OBS mit und immer Notizen, was man so machen will im Stream, was man so spielen wollte und so weiter oder Themen. Oben ist das Bild zur Abnahme. Da kann man immer so gucken, was bei euch rausgestreamt wird. Wenn es gerade laggy ist und so, dann sehe ich das auch immer. Oder wenn da Einblendungen sind, dann kann ich immer vorlesen. Und unten der Hauptbildschirm zum Spielen und so weiter. Das Übliche. Und dann sehen wir ein paar Fussel rum. Das muss ich machen. Hier ist das Ding, was ich vorhin meinte, was ich rausgeschraubt habe. Da ist so Kompressor drin, Expander, ein Gateway und so weiter für 4 Mikrofone. Und wir haben hier auch 4 Eingänge, 4 Mikrofoneingänge. Und diese 4 Mikrofone werden wir hier auch erstmals brauchen. Wir haben hier, das hier ist mein Mikrofon. Guck mal, das rostet schon. Ich habe das schon ein bisschen länger. Sieht ein bisschen eklig aus, tatsächlich. Da sieht man so ein bisschen Rost. Was liegt da unten eigentlich? Ach so, Rost, Rost, Rost. Ich werde mir wahrscheinlich irgendwann ein neues Mikro holen müssen. Wahrscheinlich. Ich benutze das zu oft, glaube ich. Oder ich habe eine feuchte Aussprache. Ich weiß es gar nicht. So, da sind die Kopfhörer. Die habe ich in meinem Stream auf. Die sind das. Und wenn ich jetzt hier mal rüber skippe, da ist das Gästemikrofon. Das ist noch relativ neuwertig. Wird nicht so häufig benutzt. Zumindest noch nicht. Das kommt ja alles noch. Das Gästemikrofon, das wird jetzt am Freitag, oh Alter, soll ich das spoilern? Am Freitag kommt Smudo in den Stream. Smudo! Smoo fucking Do kommt in den Stream und Smudo wird dieses Mikrofon benutzen. Ich werde es nie wieder waschen. So, und diese Kopfhörer aufsetzen, hoffe ich zumindest, wenn er nicht eigene mit hat, weil ihm die hier zu schäbig sind. Ich weiß es natürlich nicht, die haben mich lange Zeit begleitet. Das sind jetzt Gästekopfhörer. Hier, Smudo wird dann hier so sitzen, hier so. Hier wird Smudo sitzen, hier. So, das wird sehr schön. Der werde ich ja festketten, der wird nie wieder gehen. So, guck mal, hier ganz kurz. Hier. Kennst du noch? So. Und jedenfalls, da passen 2 Leute hin. Das ist super. Alles noch nicht angeschlossen. Unten noch Kabelwirrwarr. Ich bin gerade noch dabei, weil der Rechner hat, glaube ich, ein Problem. Ich bin mir nicht ganz sicher. Man kann es hier, glaube ich, schon mal sehen. Wenn ich jetzt hier nach unten gehe. Hier, Rechner ist gerade auf Standby. Und wenn ich jetzt hier nach unten gehe, kann man das... Muss ich hier die Helligkeit vielleicht nochmal einstellen? Ich weiß es nicht, macht er eh nicht. Oder warte, kann ich die Helligkeit nicht hochdrehen? Naja, ich sehe da nichts. Auf jeden Fall, hier ist gerade momentan so ein Papierchen zwischen, weil die Wasserkühlung, meine Freundin, die Wasserkühlung ist am Leaken. Während des Umzugs war dieses Handtuch hier drin. Normalerweise hat dieses Handtuch immer so 2-3 Tröpfchen abgefangen bei der Wasserkühlung. Aber jetzt, wie man sieht, das hier war halt nass. Ich weiß nicht, auf der Rückseite geht es noch. Da ist einiges rausgekommen aus der Wasserkühlung. Ich weiß noch nicht genau, was da passiert ist. Ich hoffe, der Rechner hat es überlebt. Das werden wir gleich rausfinden. Ich habe ein bisschen Bammel, muss ich zugeben. So, hier so sieht das jetzt hier aus. Und pass auf dieser Seite ist es jetzt so, hier stehen jetzt 2 Rechner. 2 Rechner. Und hier kommen auch noch 2 Mikrofone hin. Ne? Und 2 Monitore, ja, 2 müssten eigentlich reichen, sodass man hier quasi auch zu dritt zocken kann. Zu viert aufnehmen, zu dritt zocken. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Plätze unter. Ich weiß nicht, man könnte hier quasi noch einen Tisch dran machen. Das würde gehen, auch platzmäßig würde es gehen. Das heißt, man könnte hier mit mehreren Leuten einfach LAN-Sessions machen, was total geil wäre. Oder vielleicht auch so Multi-Streams oder was auch immer, würde alles gehen, würde alles hinhauen. So, pass auf, diese Ecke, hatte ich gerade noch erzählt, muss ich wahrscheinlich wieder freiräumen, das Regal. Früher oder später, denn ich habe mir für das Regal ein paar Rollen gekauft, die werde ich dann da anbohren und anschrauben. Darunter, ich muss nur gucken, das ist jetzt zu dünn, das Regal, dass ich da nicht irgendwie durchbohre. Da kommen Rollen drunter und dann kann man das Regal quasi hier auch rausrollern und man kann dann mehrere Regal-Setups haben oder mehrere Sachen, die man hier reinrollt. Einmal just for fun, dass man verschiedene Hintergründe hat oder man rollt das ganze Ding raus und dann passt auf, hier oben nämlich, da so... Da kommt eine motorisierte Leinwand hin und zwar Multicolor. Einmal grün, einmal blau für Green und Blue Screen und einmal auch weiß für, und dann hänge ich hier so ein Beamer hin, Dark Beamer hin. Und Green und Blue Screen kannst du quasi hier einfach, kannst du halt alles machen, kannst du alles aufnehmen, wird lustig. Und die Leinwand für einen Beamer, da kannst du dann quasi zum Beispiel auch Truck Simulator spielen. Ich wollte mir hier dann so ein Lenkrad, Pipapo von Logi, wo du dich reinsetzen kannst mit Lenkrad, Pipapo, alles. Und dann kannst du hier LKW fahren oder Racing Games, Fullscreen zocken quasi auf dem Beamer und alles mögliche. Das wird ein Träumchen. Große Pläne. Oder was man auch machen kann, Regal rausrollen und dann hast du hier quasi diese Ecke. Ne? Man kann hier gucken, das ist ein ganzes Eckchen hier. Und dann kannst du hier die ganzen VR-Spiele, kannst du hier kurz aus dem Schrank nehmen, machst ein Setup hier hin und dann kannst du hier VR-Spiele mit genug Platz für jedes VR-System,
hast du hier einfach alles dabei. Hier stehen Stühle normalerweise, die werden natürlich rausgerollert, also geht alles, kriegen wir alles hin. Multifunktional, meine Damen und Herren. Hier in die Ecke kommt später noch das Sofa, das muss ich erstmal bestellen. Vorher muss ich noch ausmessen, wie Platz da ist, dazu muss ich das erstmal rüberschieben. Dann kommt da ein Sofa hin, dann hat man da eine Sofaecke mit einem Tischchen und so, dann kann man da auch ein bisschen mit Gästen rumsitzen, ein bisschen schnacken, ein paar Themen belabern und so weiter. Ist allerdings nicht das einzige Setup dieser Art. Das gleiche haben wir, also nicht das gleiche, sondern oben haben wir auch noch was zum Rumsitzen. Dazu komme ich aber noch um einige Zeit später. Da müssen wir mal gucken. So, ich gehe wieder raus. So, la la la. Die Tür hier ist gerade ausgehangen von diesem Ding hier, weil diese komischen, diese Holztüren, ich glaube, ich werde die auch ersetzen. Ich bin da noch gar nicht so sicher, weil die sind ein bisschen, ja, die hakeln sich alle gegenseitig weg. Gut, das war das. Was soll ich noch sagen? Hier kommt ein Getränkeautomat hin, habe ich so gedacht. Da habe ich schon ausgemessen, passt genau hin. Nicht Getränkeautomat, sondern halt so ein Getränkekühlschrank kommt dann hier hin, auch für Gäste und so, die können sich einmal Getränke nehmen. Ja, auf dem Klo. Das Klo würde ich gerne über Zeit, ist jetzt sehr dunkel. Oh, eine nackte Frau, hallo YouTube. Das Klo würde ich, nein, du, warum das denn her? Das Klo würde ich gerne über Zeit irgendwie noch ausmalen lassen. Ich weiß noch nicht genau wie, vielleicht eine Minecraft-Welt auf die Wände oder vielleicht ein Super Mario-Level. Dann habe ich hier für Klorollenhalter und für Klobürste, hier gibt es noch keine, habe ich dann so Drachen, ne, so Skyrim-mäßig, so Drachen bestellt, die die Klorolle halten und ein Drache, der also hochwertige Sachen, der die Klobürste hält. Das ganze Klo halt auch so ein bisschen Gaming-mäßig auskleiden. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Das kommt alles noch. Was jetzt erstmal kommt, ist hier alles ausräumen, alles aufbauen, alles machen und oh. Und vor allen Dingen jetzt erstmal den Rechner fit machen. Ich habe jetzt noch ein paar Stunden Zeit, da muss der Rechner komplett laufen. Denn heute Abend wollten wir Dead by Daylight aufnehmen. Und das Schöne ist, ich habe noch keine Stühle. Wie man sieht, keine Bürostühle. Weil der alte Bürostuhl, der habe ich jetzt 5 Jahre durchgesessen, sehr massiv, sehr stark beansprucht. Nicht von meinem Gewicht, sondern einfach von den Zeiten. Natürlich bin ich vom Gewicht. Der musste weichen, der war schon aufgeplatzt an verschiedenen Stellen, einfach nur weil der so oll war. War einfach schon komplett durchgefurzt, wie man so schön sagt. Der ist auf jeden Fall weg, der Bürostuhl. Das heißt, wir haben momentan aktuell gar keine Stühle hier. Ich hoffe, die kommen noch pünktlich an. Heute kommt keiner an. Vielleicht werde ich nachher auf der Kante von dieser Kiste sitzen, dann da Dead by Daylight aufnehmen, wenn der Rechner läuft. Ich hoffe, das klappt alles und wenn ich bis dahin alles aufgebaut kriege, das Setup wird lustig. Und vor allem, ich habe Angst vor der Kabellage da unten. Ich muss mal gucken, wie ich die ganzen Kabel sortieren kann, ohne dass die alle bei den Füßen rumfliegen. Naja, wenn er jemand Tipps hat, gerne her damit. So, das war auf jeden Fall ein kleiner Zwischenstand. Ich habe mich jetzt selber mal nicht gezeigt. Ich hoffe, das ist okay, weil die Leute wollten mehr Räume sehen. Habe ich das einfach mal gemacht und ja, das ist der Zwischenstand, wie es weitergeht. Falls ihr da Bock habt, gerne immer einen weiteren G-Log. Und ja, das war's erstmal. Guck mal, das liegt da auch noch rum. Das muss noch. Ich habe so viele Bilder auch noch oben. Sehr, sehr viele Bilder, sehr, sehr viele Poster. Ich weiß noch nicht genau, was ich hier überall aufhänge. So, aber wie gesagt, das zeigt sich alles später noch. Wenn ihr da Bock habt, zeige ich natürlich gerne später mehr. So, und das ist natürlich alles noch vom Gaming-Keller. Oben haben wir natürlich noch ganz andere Bereiche. Ob ich die zeige und wann ich die zeige, ich weiß noch nicht. Vielleicht, wenn ihr brav seid. So, und immer eure Suppe esst. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten G-Log. Tschüss. Oh, man sieht mich. Oh, verdammt. Oh, ich muss mal aus dem Bild. Ich habe keine Frisur. Tschüss.